Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Autobahnraser 4. Wir fahren heute in London. Ab geht's. Na komm schon, London 1, du schaffst es. Lade. Wie üblich natürlich, das standardmäßige Gebären. Das hat sich ja mittlerweile eingebürgert. Gib doch mal Gas! Oh, das war eine schlechte Idee. Oh, I just said Susan. Susan. Immerhin, die klingen ganz lustig. Achso, die roten Säulen sind also hier das, was man nicht kaputt machen kann. Und weil sie so lustig sind, töten sie ja gleich einen Bus. Alter, das ist, diese Strecke hier kenne ich gar nicht so wirklich. Oh, er singt, weil er so toll ist. So ein Radiomoderator hatten wir auch noch nicht, ja? Danke, Autofahrer! Ich bin stolz auf dich! Wer solch einen schönen Intelligenzquotienten hat wie du, lieber Autofahrer, sollte sicherlich alles tun. Hoppala, aber nicht Autofahren. Ja, ist echt ein Scheißweg, um einen schönen Tag zu starten, ja? Alter. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Gibt's ja auch eine Karte? Bin ich hier überhaupt nur richtig? Scheinbar. Okay, Ziel. Haha, hast du wohl so gedacht, Amokläufer-Bus, ja? Ach, leck mich. Alter, leck mich doppelt. Sind wir Erster? Hey, wir sind Erster, geil. Erste Mal auf dieser Strecke. Ich bin mir sicher, dass man da rein kann, aber ich will es nicht versuchen, nicht jetzt. Ich hätte es mal versucht, wenn wir einen Vorsprung hätten. Aber wir haben keinen Vorsprung. Alter, alles was der Kerl macht, ist sich anrufen lassen, ja? Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld er in der Sekunde einnimmt. Mir egal. Danke, Bus. Verpiss dich, Bus. Du bist scheiße, Bus. Alter. Jetzt sind wir an dem Punkt, dass ich erst Nitro brauche, wenn ich Erster werden will. Scheiße. Nehmen wir das dann nochmal. Ja, Bus! Wechsel auf die Gegenspur! Das ist sicherlich nicht total behindert! Was zum... Ja, Amokfahrer! Ja, guckste! Wir haben dich geschlagen! Wir waren im Ziel und du warst nicht im Ziel, du Loser! Loser! Warte, ich habe eine Pose für dich, ja? Guck, ich stehe auf dem Podium und mach sie für dich. Loser! Loser! Ja, da guckst du, hä? Haha! Kommt der Wichser tatsächlich an und will uns im Ziel nochmal aufhalten, ja? Zwei Strecken fehlen uns noch. Ich frag mich, was das Thumbnail von der ganz rechten Strecke ist, weil das ist auf jeden Fall interessant. Wo fahren wir denn jetzt? Hamburg 2. Oh. Ich bin unglaublich glücklich. Oh, unser Fahrzeug ist voll mit Nitro. Ja, dann fahren wir halt mal mit vollem Nitro wieder durch die Gegend. Alter, hey, dieses Spiel, ja. Oh nein, das ist die Strecke. Da hier fahre ich nur zu gewinnen. Und vielleicht nehme ich Geld mit, das auf dem Weg liegt. Aber ich werde hier nur zum Gewinnen mitfahren. Natürlich habe ich die Wand noch erwischt. Ich habe ja auch auf die Wand gezielt. Was ist denn mit den Kanten los?
Hey, Alan. Wenn du nicht aufs Maul willst, dann hörst du jetzt besser mal auf, ja? Das ist schon nicht mehr lustig, was du hier für eine Scheiße anzettelst, ja? Oh, und ich collecte wieder Geld. Ja, egal. Muss ja nur für den ersten reichen. Ich verstehe zwar eh nicht mehr, nicht wieso ich überhaupt noch Geld wie blöd sammle, aber egal. Sollte sich heute auf Wartezeiten von einer halben Stunde Anreisende Richtung Küste sogar bis zu 1,5 Stunden gefasst machen. Viel Spaß. Ach, da war ja was. Heute Hinti mit der erfrischenden Musik von Radio Thrush FM. Alter, diese Steuerung, die tut so weh. Meine Hand tut schon weh, weil die Steuerung so kacke ist. Ja, Polizei, guckst du blöd, hä? Wir haben mich fertig gemacht und dabei nur ganz viel Schaden genommen. Unrealistisch viel Schaden, aber egal. So. Das war ein Fehler. Was ist schon Amsterdam? Was ist schon Venedig? Wusstet ihr, dass Hamburg mehr Brücken hat als diese beiden Städte zusammen? Und wenn ihr mir nun auch sagen könnt, wie viele Brücken das ungefähr sind, spendiert euch Radio Switch FM ein Versöhnwochenende in einem Hamburger Nobelhotel für 2 Personen. Amsterdam und Venedig sind immer noch Städte. Und ich tippe stark auf eine Brücke insgesamt in Hamburg. Diese Brücke wird genutzt, wenn sich HSV-Spieler mal wieder von ihrem Vertrag entledigen wollen und dafür einen gewissen Sprung ansetzen. Wenn der mich jetzt erwischt hätte, dann hätte ich ihn aber platt gemacht, ja. Also hätte ich nicht, weil mein Auto ist irgendwie scheiße und... Scheiße, scheiße, scheiße! Halt deine Maul! Ja, halt deine Maul. Ach, leck mich! Und dann auch noch diese blöde Blonde... Och, komm, ey. Das ist besser als ich? Nein, ist es nicht. Das sind meine 60 Punkte, du Arsch. Blöde Ziege, ey. Gib mir Nitro. Gib mir mehr Nitro. Alter, das ist nicht wahr. Ausgerechnet das schlägt mich. Jetzt muss ich erstmal richtig kotzen. Ja, du startest zu Recht als Letzte. Damit du auch Letzte wirst, weil du auf den Letzten gehörst. Ach, komm, ey. Nächstes Mal hole ich mir diesen scheiß Polizisten. Der wird gucken. Da überholt die mich. Blöde Ziege, ey. Weißt du, Hauptsache nichts können. Herzlichen Glückwunsch. Das ist genau wie du feierst, ja? Sind alle Haushalte in München von Singles bestellt werden? Radio Thrush FM organisiert gegen diesen ganzen... Danke, Alan! Du bist so cool! Du bist mein Vorbild! Weißwurst-Party. Nächsten Freitag ab 21 Uhr im Bunker im Kunstpark Ost mit jeder Menge Live-Acts. Wegen dir habe ich schon Türkisch gelernt, ja? Yağmur heißt Regen. Ja, das weiß ich sogar wirklich. Alter! Ja, wenn du glaubst, es geht nicht mehr schlimmer, kommt Alan. Und macht es schlimmer. Mein Geld. Ich bin so sexy, ich habe das Geld. Bald habe ich 100 Millionen. Aber was mich viel mehr nervt als das Geld, ist diese blöde Platzierung. Und die Punkte, die ich verloren habe deswegen. Ach komm, ey. Von so einer blöden Bitch überholt. Ja, vor allem. Auf der Seite der Straße war ein Polizeiauto. Warum hatten das die nicht aufgehalten, hä? Bei mir hätte das funktioniert. Ich wäre bestimmt in die Luft geflogen und hätte 3 Saltos gemacht. Alter, ey. Und wer immer noch nicht weiß, wo es die besten Hits, die heißesten Rhythmen und den größten Schmarrn zu hören gibt. Genau bei Radio Switch FM. Der macht halt exakt die gleichen Ansagen an den gleichen Stellen. Das wäre mir ja peinlich. Fick dich. Das kann ich auch. Ja, der guckt jetzt aber blöd, hä? Danke, ich möchte bitte keine Action-Cam.
den Geldschein hole ich mir nicht, weil das geht eh nur wieder in die Hose oder ins Auge oder sonst wohin. Normalerweise in beides. Verpiss dich doch bitte mal. Könntest du bitte die gängigen Gesetze der Physik beachten, ja? Die gelten auch in diesem Spiel bestenfalls, ja? Oh, ein großes Auto. Ich habe so eine Angst. Achtung, Achtung, es erfolgt eine wichtige Mitteilung. Da die Biergärten auf halt die Schnauze. Zu leer sind, haben die Inhaber beschlossen, an jeden, der ohne Regenschutz dort mindestens eine Stunde ausharrt, zwar gratis Moss Bier auszuschenken. Also, Bier gegen nasse Unterhosen. Okay. Es gibt kein Moss. Es gibt nur ein Maß. Eine Maßbier. Oder ein Moos von mir aus, ja? Aber das... Alter, du bist so... Ah, es tut so weh. So, jetzt sind wir auf 66 Punkten von 70, die wir haben. Wir haben 70 Punkte, doch, ich bin mir sicher. Na, egal. Jetzt fahren wir Paris 2. Und erneut muss es uns nicht ums Geld gehen. Oh, und wir sind voll mit Nitro, ja. Jetzt fahren wir in Paris und Rot ist die Farbe der Liebe, deswegen fahren wir auch in Rot. Ja. Oh, der Thomas, richtig fett. Sein Auto hopst, ja. Ja, und auch hier fahren wir einfach nur wieder irgendwo rückwärts. Also rückwärts und das Ziel steht woanders. Das ist eigentlich das ist traurig. Oh, gleich mal ein Polizist, ja. Scheiße, hier hätten wir wieder abkürzen können. Ich krieg das einfach nicht hin. Oh, der Eiffelturm, ich habe ihn gesehen. Yay. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze ganz viel. Halt noch viel mehr die Schnauze. La la la, ich will dich gar nicht hören. Aber an dieses Tor kann ich mich gar nicht erinnern. Wer ist schwul und stinkt nach Fisch? Die Polizei. Ja, und hier sieht es halt aus, wenn man hier unten rumfährt. Und hier gibt es scheinbar auch Geld, wenn man hier unten rumfährt. War nicht genug, als dass sich das lohnen würde. Weiß gar nicht, wie viel sind da? Ja, wieso sind wir Erster? Unsere Gegner sind so blöd, wie sie hässlich sind. Uns da nicht zu überholen, ist peinlich. Oh, da hinten war Geld. Ja, das werden wir wohl heute nicht einsammeln. Ich sehe den Eiffelturm. Yay! DJ parisien et aux amateurs de mixage. Le magasin de disques Flip Flop a des imports uniques qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Alors si vous naviguez pas trop loin de la rue Saint-André-des-Arts, faites le détour. Das sind die allerschlimmsten Radiomoderatoren aller Zeiten. Kein normaler Moderator schwatzt so viel. Nicht mal mehr auf Antenne Bayern. Ups. Oh, wieder Geld verpasst. Okay, er hat schon gecheckt, dass er uns... Scheiße. Er hat schon gecheckt, dass er uns nicht kriegen kann. Und wir fahren nicht wieder diesen dämlichen Weg. Wir fahren den schönen Weg jetzt mal. Hallo? Wieso habe ich keins der Geld? Ach komm, ey. Aujourd'hui il fait super beau. Alors faites comme moi, baissez les vitres, montez le volume et détendez-vous sur la radio des méga hits. Immerhin zur Beschleunigung kann man das immer noch nehmen. Oh nein, ich habe ihn nicht erwischt, schade. Aber immerhin, souverän gesiegt, ja. Haben wir gewonnen, hä? Was ist passiert? Achso, neuer Highscore war das wieder, ja. Wir haben jetzt London 2 freigeschaltet, also London rückwärts. Wow.
Oder vielleicht nicht London rückwärts, aber irgendwas mit London haben wir freigeschaltet, ja. London ist natürlich gelb wie die... Was ist in London gelb? Ich weiß nicht. Die Busse sind in London nicht gelb. Vielleicht die Telefon- oder die Fernsprechanlagen. Und wir starten als Erster. Oh, sexy. Das ist schön. Das heißt nicht, wir können einfach wegfahren. Hoppala. Wir können einmal rechts und einmal links. Wir fahren erst rechts. She sounds pretty irate. What's the problem, Sarah? I want to complain about your show. What's your complaint? I'm going to cross the road. Wieso zählt das nicht als eingesammelt? Toll, jetzt bin ich Vierter. Toll. Hast du ja gut gemacht, Auto. Also nicht mein Auto, sondern dieses dumme, behinderte Scheißauto, das so hässlich ist, dass es weh tut. Well, you'd better complain to France or something then. We're only responsible for the music. Ja, ich fahre bestimmt nach Franz. Was auch immer ich in Franz wollen sollte, ja. Er meint natürlich Frankreich, aber da will ja auch keiner hin. Da brennt ein Auto, okay. Das heißt, ich bin nicht... Hä, aber ich bin doch Erster. Ja, da hat halt einfach mal ein Auto gebrannt. Ja, okay. Okay. Wenn jetzt die Busse hier nicht genauso behindert wären wie die Polizei und die Gegner, dann hätten wir es sogar relativ gut an dem Polizisten hier vorbeigeschafft, weil der so blöd ist, dass es wehtut. Ja, chinesisches Viertel. Toll. In London gibt es chinesisches Viertel scheinbar. Das ist genauso gut wie das Geld mitnehmen. Das ist absolut genauso gut wie einfach cool durchfahren und das Geld mitnehmen. Okay, dann ruft halt bei dir in der Show sogar einer an, die gerade Sex hat. Wow, wunderbar. Ich liebe Spaß. Ich habe Spaß. Oh mein Gott. Oh yeah. So hat die gerufen, ja. Was ist denn mal, wie die hier loslegen, ja? Schöne Musik. Mal schauen, wie lange wir sie hören dürfen, bevor er wieder reinbabbelt. Okay, das war jetzt gar nicht beabsichtigt. Amokfahrer. Amok-Busfahrer. Das ist wie eh und je. Ja, überhol mich. Los, du Bitch. Natürlich kurz vor dem Ziel. Und wieder ist ein Polizist in der Nähe, der nichts bringen wird. Diese Scheißecken! Erster! Haha, Thomas aus Dortmund! Haha, ich bin Erster! Haha, du nicht! Haha, Thomas aus Dortmund! Haha! Ich habe ihn so fertig gemacht. So, wir haben nichts freigeschaltet und die nächste Strecke ist Berlin und dann kommt noch eine geheime Strecke, die ich selber gar nicht kenne. 2400, wow. 2500 haben wir gekriegt, ja, wunderbar. Alter, wir sind so Loser, also ich bin so ein Loser, ich krieg das echt nicht auf die Reihe. Aber immerhin, wir haben diesen Cup hier gewonnen. Aber wir dürfen nicht als Erster starten, schade. Ja, wer so scheiße ist wie du, wird selber gerammt, weil er so scheiße ist wie du. Gestern Abend wurde eine Familie im Tiergarten je beim Grillen durch ein Wildschwein unterbrochen. Der Familienvater konnte sich nur noch durch einen Sprung in den neuen Beet vor der wild gewordenen Frau retten. Mittlerweile wurde der ungewöhnliche Besucher wieder zurückgebracht in den Berliner Forst. Wird es nicht so langsam peinlich, die Geschichte vorzulesen? Ich meine, da hat sogar der Kepo schon drüber gelacht, so sehr, dass er dich umbringen wollte, ja? Also wohlgemerkt, er wollte nicht sich selber umbringen, er wollte dich umbringen. Vielleicht sollte ich mal anrufen und ihm das sagen, dass er
genauso gefährdet ist wie der Kissinger Gymnasialdirektor. Ich weiß gar nicht, habt ihr das mitgekriegt? Das war heute oder... Nee, das ist sogar schon ein bisschen her. Ich rede halt die Schnauze. Der Prenzlauer Allee. Dort stehen seit heute Morgen unauffällige schwarze Kästchen, die Schnappschüsse zu überhöhten Preisen schießen. Ach, die Reklametafeln sind auch unkaputtbar. Okay. Das ergibt natürlich Sinn. Die sind ja nicht nur aus Papier oder so, sondern die sind aus Stahl. Alter, dieser Kerl ist so hässlich, wie er dumm ist. Ja, jedenfalls in Bad Kissingen, das liegt in der wunderschönen Rhön, ist vor kurzem ein 22-Jähriger festgenommen worden, weil er Rap-Songs veröffentlicht hat. Und auf diesen Rap-Songs hat er halt mehr oder weniger eindeutig gesagt, dass er einem Rektor von einem Gymnasium wehtun möchte. Also ich weiß gar nicht, es waren glaube ich sogar Morddrohungen, also wirklich der richtig harte Scheiß und so. Und ja, das ging dummerweise im Internet viral und die Leute haben das mitbekommen. Und ja, dann wurde der Kerl halt festgenommen und ja, jetzt hockt er im Knast und an der Schule ist Polizeiaufgebot und so ein Scheiß, ja, also total toll. Und ja, mich persönlich betrifft das nicht, aber ich hab's halt gelesen. Auf die Schule ist damals meine Mutti gegangen, ja. Bleibt lieber zu Hause, denn die Sterne prophezeien nichts Gutes für heute. In der Liebe geht's bergab und die Finanzen stehen auch nicht zum Besten. Bleibt also lieber im Bett und lasst euch von uns aufmuntern mit den neuesten Hits und den Besten aus den letzten zwei Jahrzehnten. Das ist Radio Switch FM. Ein Glück bin ich kein Widder, sonst müsste ich jetzt ernsthaft dem seine Musik hören. Oh wei. So, auch hier haben wir wieder ordentlich gewonnen und jetzt kommt das letzte Rennen. Ich bin mal gespannt, was ist das für eine Stadt? Wir haben Las Vegas freigeschaltet, das ist nicht euer Ernst. Wir haben Las Vegas freigeschaltet. Okay. Las Vegas, hey! Nein, die Musik. Das ist ja cool. Man darf gespannt sein, ja? Der Moderator ist jedenfalls schon mal total scheiße. Alter, die Strecke sieht böse aus. Tja, ich zähle als Erster, ich krieg es. Alter, bitte. Nein, das Geld war auf der anderen Seite. Ja, hier in Las Vegas muss es ja Geld hageln wie sonst was, ist klar, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich die Strecke jemals gefahren bin. Meistens hatte ich vorher schon keinen Bock mehr auf das Spiel. Aber immerhin, eine richtig fette Kohlestrecke, ja? Hier regnet es ja nur so Geld. Wow. Ist das hier der richtige Weg? Bleib doch bitte einfach auf der Strecke. Dein Handling ist mittlerweile so gut, dass du eigentlich gar nicht mehr so kaputt sein kannst. Alter, das ist eine behinderte Scheißstrecke, ey. Boah. Alter. Wow, 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 wow. Na, aber immerhin, wir haben's drauf, ja? Noch sterben wir nicht. Was ich ja mal gerne machen würde, wäre euch Autobahnraser 3 zeigen. Das ist Autobahnraser, mit dem ich damals, oder das ich damals als erstes gespielt habe. Aber, oh nein, das Geld wäre auf der anderen Seite gewesen. Scheiße. Aber im Endeffekt läuft das leider nicht unter Windows 7 und ich habe keinen Bock, mir Windows XP zu holen. Ja, immerhin nochmal das Kleingeld mitgenommen. Ja. Die sind gemein versteckt, diese Euros, ja. Oh, ein unsterblicher Baum. Das ist diese GTA-Logik, die so scheiße ist, dass es wehtut. Könntest du bitte aufhören zu driften? Ja, das ist das Problem. Wenn der Lenkeinschlag voll ist, dann ist dem Auto relativ egal, wie er eigentlich sein sollte. Der Lenkeinschlag ist halt einfach so. Und auch das sieht nach einem Sieg aus. Ich wollte sagen, nach einem souveränen Sieg, aber danach sieht es leider nicht aus. Es sieht aber
immerhin nach einem Sieg aus. Ja, und nach einer Polizeistreife. Ja, die habe ich jetzt gebraucht. Sieg! Yeah, wir haben diesen Pokal gewonnen. Wir sind international die absoluten Götter. Vielleicht kommt ja jetzt Planetar oder so. Wir haben gewonnen. Yeah, und jetzt haben wir... Boah, Alter, jetzt haben wir ein neues Auto. Gratuliere, du hast gezeigt, wer der wahre König der Autobahn ist. Du bist der Gewinner. Ein großzügiger Scheck und dieser coole Wagen gehören jetzt dir. Was ist der großzügige Scheck? Ah, toll, das hast du ja nicht gesagt. Wunderbar. Dann zeig doch mal her, wie viel Geld haben wir denn? 119.000, okay. Prozent vom Spiel, komplett. Dieser... Oh, wir haben diesen Wettkampf schon beendet. Ach, hör mir doch auf, ey. Ist nicht euer Ernst, oder? Wo ist die Leertaste? Okay. Und hier können wir jetzt... Nee, ist ja nicht wahr, ey. Hier könnte ich jetzt die anderen Fahrer auch noch fahren. Ja, okay, dann haben wir offiziell das Ding beendet. Nach 3 Parts. Ich würde mal sagen, ich fahre jetzt den Cup noch... Wie oft? Ich glaube 5-mal. Oder 4-mal, glaube ich. Nee. Warte. Wir haben... Fangen wir von vorne an bei dem... Ollen da hier. Money ist die 1. Klaus ist die 2. Den haben wir schon. Thomas die 3. Julia die 4. Und der... Die 5. Okay. Also 5-mal muss ich hier noch gewinnen und dann schalten wir alle Autos frei. Es ist natürlich so, dass ich euch natürlich unseren neuen Schlitten auch mal zeigen will. Hä? Oh. Die waren vorhin alle noch nicht freigeschaltet. Man muss also nur mit einem den Cup gewinnen und schaltet man alle Wagen frei. Ja, ich würde sagen, ich mache dann noch einen neuen Part, wo ich dann einfach alle Wagen einmal anfahre, dass ihr seht, was so die Unterschiede sind, was die können und so, ja. Ja. Oh, der sieht geil aus. Der Thomas aus Dortmund hat ein gutes Wägelchen, weil das ausgeglichen ist. Gut. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, falls euch die Folge hier gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Autobahnraser 4. Bis dahin, Servus!